So, ich habe mich übrigens nochmal entschieden, die erste Map, also das ist jetzt wieder ein Video zu meinem eigenen Map-Pack. Die erste Map, die ich euch gezeigt hatte mit dem großen Terrain, die war gar nicht immer so, wie sie jetzt ist, sondern früher hatte ich eine andere erste Map noch. Die hatte ich allerdings später komplett verworfen, weil sie mir persönlich nicht so gefallen hat, wie ich es mir erhofft hatte. Und zwar, zeige ich sie euch mal ganz kurz. Ja, ich habe ganz einfallsreiche Namen für meine eigenen Projekte. Das hier. Ist eine etwas ältere Version. Und das hier ist meine allererste Version von der Map 1. Am Anfang kommt man hier in ein großes Gebäude. Also am Anfang landet man hier irgendwie mit einem Hubschrauber. Man ist ja selber ein Soldat, der zum Einsatz gerufen wird. Man kommt hier in dieses Gebäude. In einer riesengroßen Empfangshalle. Ja, hat man hier so schön. Ja, das soll eigentlich eine Strecke sein. Gleich mal die Gegnerbeschuss. Dadurch, dass es aber Schrägen nicht gibt in GZ Doom, zumindest Vanilla-mäßig. Und die Map sollte erstmal Vanilla-kompatibel sein. Deswegen halt diese ganzen Stufen hier. Ich kill mal ganz kurz die ganzen Monster hier. So, wie gesagt, da kommt man hier in den großen Empfangsraum. Hier hat man auch Fenster nach draußen. Ja, dass die Gitter nur bis zur Hälfte gehen, das habe ich noch nicht ganz raus, wie ich das behebe. Normalerweise sollen die bis da unten gehen. Aber gut. So, und dann hat man praktisch hier, wenn man reinkommt, hat man hier halt große Lager. Erstens Waffenlager. Ja. Hier hat man ein bisschen gedönst. Oh. Random Ersetzungen. Oder Random Replacements. Hier hat man dann so kleine Büroräume. Und ich wollte halt, wie gesagt, genau hiermit halt anfangen. Oh, sind jetzt Dankeschön. Dass man praktisch erstmal in so ein Foyer kommt, sich hier seine Munition holen kann. Und man dann praktisch. Ah, hier sieht schon, haufenweise Munition. Halt, wie gesagt, erstmal schon mit Munition vollpumpt. Der Munitionshotspot in der zweiten Map, wo man seine Munition bekommt, war da noch nicht geplant. Deswegen war es hier halt das große Lager. Hier konnte man sich halt einmalig vollstopfen und quasi mitnehmen, was man tragen kann. Das Witzige ist ja, bei Death for Told, da kann man mehrere Rucksäcke praktisch kombinieren. Deswegen lohnt es sich jetzt sogar mehrere Rucksäcke mitzunehmen. Kann man nämlich mehr tragen. Ihr merkt unten, mein Counter ist, jetzt habe ich schon 205 Munition. Normalerweise bei Vanilla Doom geht das natürlich nicht. Da kann man halt einen Rucksack mitnehmen und die anderen Rucksäcke sind dann nur noch, um sich selber halt aufzufüllen. Aber hier wächst halt der Eigenbestand dabei mit. Finde ich ganz nice. Ja, wie gesagt, da konnte man sich halt einmal hier vollpumpen in dem Vorraum. Und dann sollte man sich halt hier hinten weiter vorkämpfen. Und hier ist halt die große Tür. Wo man dann, tada, hier wieder aus der Tür rauskommt. Also die Map 2 war schon von Anfang an so, wie sie jetzt ist. Und dann konnte man halt hier reinkommen. Hier waren auch noch andere Monster. War ja also noch alles ein bisschen aufregender, weil hier schon verschiedene Monstertypen drin waren. Übrigens ist das Map-Projekt, so wie es jetzt gerade hier gespielt wird von mir, auch noch Vanilla-kompatibel. Heißt also, die Map konnte man tatsächlich mit allen möglichen Mods spielen, also mit Brutal Doom und so weiter und so fort. Dafür gibt es aber nicht diese Anfangsphase, wo man erstmal nur gegen die Horde von Zombies kämpft, weil das geht da halt nicht. Weil, wenn ich haufenweise Zombies einfüge, dann haben die ja auch schon Gewehre oder Schrotflinten.
und dementsprechend auch schon Fernkampfwaffen. Genau das wollte ich ja nicht machen. Deswegen habe ich diese Map komplett umdesignt, also alle Monster rausgeschmissen und halt hier die ganzen Unwillings reingeschmissen. So, das nochmal, wie gesagt, hauptsächlich zeigen. Die erste Map war halt so damals mein Grundgedanke, dass man erstmal in so ein großes Foyer reinkommt, sich dann von dort aus vorarbeitet, immer weiter, halt zu den Gleisen, dann später in die Kanalisation und damit dann halt ins Hauptkonstrukt. Ja, aus dem großen großen Empfangsraum bin ich dann aber mittlerweile abgeschweift, weil zum einen wurde mir der Raum einfach zu groß, er wirkte halt einfach zu leer. Da hätte ich erstmal wesentlich mehr Zeit hineinstecken müssen, den auszudekorieren, damit er wirklich brauchbar wirkt. Und zum anderen hat er mich sehr stark auf die Erde gezwungen, weil einen großen Vorraum und so, wo man reinkommt in den Raum, macht er nur auch wirklich auf der Erde Sinn. Und ich wollte eigentlich so als Marsstation machen. Und wenn man auf dem Mars landet, dann ist es erstmal, wie halt ja auch später geworden ist, erstmal dunkel und trüb. Man ist halt auf dem Mars und geht dann praktisch im Mars dann erstmal in eine unterirdische Basis. Außer man redet natürlich komplett falsch. Das macht man falsch. Da. Und dementsprechend habe ich dann halt die erste Map komplett verworfen und habe hier halt komplett nochmal neu angefangen. Mit der unterirdischen Basis, dass man hier praktisch reingeht. Ja. Das war so meine Intuition. Habt ihr jetzt auch mal meine allererste Map gesehen, weil das mit dem großen Raum, das war halt mein allererster Versuch, selber eine Map zu erstellen. Ist mittlerweile auch schon mehr als einen Monat her. Und halt ganz neu hinzugekommen ist halt jetzt das mit den fahrenden Zügen. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video machen, wie das funktioniert mit diesen Polyobjekten. Weil sehr viele Leute, die selber Doom-Maps erstellen, die wissen gar nicht, wie das funktioniert, weil das mit diesen Polyobjekten, diesen bewegten Objekten, ist ja eigentlich keine Vanilla-Option von Doom, weil damals bei Doom ging das nicht, sondern dieses Feature kam ja erst mit Hexen hinzu, dass man praktisch drehende Türen hatte, die praktisch sich aufgedreht haben oder halt ja, irgendwelche andere Sachen hat, die sich halt im Raum bewegt haben und nicht fixiert waren. Und dementsprechend ja, wissen das nicht sehr viele, wie das funktioniert. Auch ich wusste das bis vor kurzem noch nicht. Und da habe ich mich halt mal einen Tag hingesetzt, diverse Tutorials durchgelesen, beziehungsweise Videos auf YouTube angeguckt. Und das, was ihr halt gesehen habt mit den Zügen, die lang gefahren sind, das war halt mein allererster Versuch, selber sowas zu erstellen. Und wie das funktioniert, vielleicht mach ich dazu heute auch nochmal ein Video, oder aber ich mache nochmal Let's Plays zu Hunty. Mal schauen. Werden wir sehen. Von daher, schau mit V.